So, weiter geht's. Ich habe jetzt mal unerwartet Pause gemacht, weil es war ein blöder Schnitt eben, deswegen mache ich jetzt das Level normal. Ich habe es schon geschafft. Broly, jawohl. Es war Broly. Ich will jetzt bis Level 35 spielen. Dieses Mal. Hoffentlich kommen wir so weit. Oh, leck. Naja, zum Glück leckt sie in diesem Let's Play nicht. Oh, das war knapp. Das war knapp. Nein! Wer von euch hat gute Augen? Ich nicht. Oh, ich kann es noch gerade so erkennen. Also im Vollbild kann man es ein bisschen leichter sehen, als wenn es nichts im Vollscreen ist. Also ist normal, meine ich. Uiuiui. Ach, da ist er. Okay. Gerade habe ich ihn nicht gesehen. Hier ist er. Wow. Okay, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Scheiße. An dieser Stelle. Diese drei noch. Vielleicht erwischen wir eins so. Na, doch nicht, oder? Jawohl, eins haben wir erwischt. Sehr schön. Okay, das haben wir. Oh, das wäre ein Double gewesen. Hier und dann hier. Yeah, Tennis. Jawohl, bis hierhin habe ich letztes Mal gespielt, wo dieser Cut war. Und zack. Ei, oh, ich dachte, der prallt da ab. Ich wollte das Risiko nicht eingehen. Naja. So. Oh, fuck. Boom. Oh. Ich bin so gut. Ich bin so gut. 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 Ja, das hätten wir nicht mehr erwischen können, sonst hätten wir ein Leben verloren. So. Und das Level hätten wir auch. Zen Master! Kennst du eigentlich Fist of Zen? Lief früher auf MTV. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch läuft, aber war auf jeden Fall eine geile Serie. Da haben immer so Leute, immer so, mussten so Mutproben machen. Und die durften dabei nicht lachen. Also, es war so eine Gruppe von, ja, Jugendlichen, sag ich mal. Und die mussten immer so Mutproben machen. Also, die haben immer anfangs von jeder Runde mussten sie entscheiden, wer diese Mutprobe macht. Und dann musste der sie halt machen. Das war zum Beispiel so Gummibänder ins Gesicht oder so. Und die anderen mussten das vorbereiten. Und der, wo gewählt wurde, der musste es halt. Der war halt das Opfer in dieser Prüfung, sage ich ja mal. Und die anderen, die mussten es halt vorbereiten und durften dabei nicht lachen, wo der Schmerz bei denen, also bei dem kam. Also die Prüfungen waren meistens sehr schmerzhaft bei Fist of Zen. Weiß nicht, ob es heute noch immer läuft. Noch läuft. War auf jeden Fall eine geile Serie. Da gibt es ein paar Clips auf YouTube. Könnt ihr ja mal nachschauen, wenn es euch interessiert. Ist auf jeden Fall cool. So. Dann. Oh, und das Level hätten wir schon fast. Ah. Das ging aber schnell. Wie schnell man weiterkommt, wenn man über Sachen redet, ist unglaublich. Da muss ich über weitere Sachen reden. Über was rede ich denn jetzt? Ach, keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Ich bin ja normalerweise ein nicht so gesprächiger Mensch. Oh Gott! Mist! Können wir das schaffen? Ich will nicht Game Over gehen, sonst raste ich wieder aus. Und wo schaffen wir das? Oh. Ja, genau, reden wir über Spiel. Was ist eigentlich euer Spiel, wo ihr sagt, das ist es. Swerich. Das ist. Achso. Das war das kürzeste Level aller ever. Level 39 schon.
Oh nein, was war eigentlich das Spiel, wo ihr sagt, nee, das ist scheiße. Also ich meine mit das nervigste Spiel, was ihr je gespielt habt. Könnt ihr ja einen Kommentar schreiben. Mich würde es interessieren, was ihr so spielt für Spiele oder welche Spiele ich nicht let's playen sollte, zum Beispiel, falls ich ein Spiel spiele, das ihr nicht so toll finden würdet. Das wäre doch mal was. Naja, wenn wir dieses Teil holen, dann haben wir das Level schon so fast geschafft. Aber wir haben noch ein Leben. Was war denn das Level nochmal? Ying Yang, glaube ich, war das irgendwie, oder? Ying Yang. Nee, Quatsch. Oh, ich hab's vergessen. Feng Shui, glaube ich. Feng Shui. Jawohl. Ha. Mega Gedächtnis. So, also mein beschissenstes Spiel, das ich je gespielt habe, das war. Boah, was war denn das? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh, keine Ahnung. Ich habe so viele Spiele gespielt, da ist es schwer zu entscheiden. Sagen wir mal Civilization 3, weil das beschissenste Spiel, das ich je gespielt habe. Es war so eine blöde Grafik, also die Grafik war schlecht, das Gameplay war schlecht. Ich habe es gerade mal 10 Minuten angefangen zu spielen und dann habe ich sofort wieder aufgehört, weil das war einfach nur scheiße, das Game. Es ist ja, boah. Die heutigen Civilizations, die sind super, aber das, der Dreier, der ist, boah. Der ist zum Kotzen. Der Vierer, der ist ja auch ganz okay. Und der Fünfer, der ist auch super, also. Ja, wenn du Civilization kaufst, dann kaufst du die Vierer und die Fünfer. Es ist, also Civilization ist so ein Spiel, da muss man so eine, ja, vom Namen her weiß man das schon, da muss man so eine Zivilisation über verschiedene Zeiten hinweg, wie sagt man, Ruhm verleiten, also ja, aufbauen halt, Kriege machen gegen andere oder Städte neu gründen und so. Ist ein interessantes Spiel, also der Vierer, der ist am besten, der Fünfer, ja. Also ich finde den Fünfer, der ist, naja, der ist zwar ein bisschen grafisch, ist er super besser als der Vierer, aber da gibt es weniger Möglichkeiten. Im Vierer, da gab es noch Religion und, ja, Religion halt, das gibt es im Fünfer nicht und, ja, die Religion war mir schon ein bisschen wichtig. Ich fand es auch eine super Idee mit den Religionen, weil. Da konnte man sehen, wie so eine Religion in echt entsteht. Also da waren halt, da waren die Religionen nicht immer so volksgetreu. Da haben zum Beispiel Scheiße. Also da haben zum Beispiel Moment, ich muss mal kurz Passwort nochmal. Ich rede später weiter. Wir haben das Passwort nochmal. Feng Shui haben wir mal. Oder war das? Haben wir das so schafft das Feng Shui? Ich mach mal Feng Shui nochmal. Ich habe das Passwort vergessen. Auf jeden Fall, ach, was weiß ich nochmal. Ach ja, da hatten zum Beispiel die Ägypter, ne Quatsch, da hatten zum Beispiel die Araber, die sind dann recht, die haben ja im echten Leben, sind sie sehr muslimisch, die Araber, ne? Aber in Civilization 4, wenn man so eine bestimmte Technologie erforscht und so, dann ist es möglich, dass die sogar katholisch werden oder jüdisch oder dass die Russen statt katholisch jüdisch sind oder so. Also da kann echt jedes Volk jede Religion haben. Ja. Gut. Und das hat mir ein bisschen gefehlt in Civilization 5. Also, ja. Kaufst den Vierer, wenn ihr euch ein Civilization kauft. Der 5 ist auch recht teuer, aber ich habe ihn bei Steam für 12 € bekommen. Da war so eine Wochenendaktion. Habe ich mir extra eine Passive-Karte für das Spiel geholt? Ja. Eieiei. Ich merke, wenn ich rede, dann geht es zwar voran, aber ich bin jetzt so aufmerksam. Also vorhin, da waren wir doch in Level 34, stimmt's? Aber ich habe das Passwort vergessen. Das liegt daran, weil ich gerade so viel geredet habe. Oder waren wir in Level 34? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Amnesie. Wow. Okay,
So, okay. Oh, ich muss da unten husten, ey. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe keine Erkältung, nix. Das ist wahrscheinlich eine Oktoberkrankheit. Anfangs Oktober werde ich immer so krank aus mysteriösen Gründen. Verdammt. Also gut, nochmal Feng Shui. Falls ich das nicht schaffe, dann schaue ich nach dem nächsten Level. Und schaue, ob wir das schon gemacht haben oder nicht. Weil ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir das nächste Level. Oh, ey, ob wir dieses Level schon geschafft haben. So. Ja, der Ball, der läuft gerne waagerecht durch die Map. Früher habe ich immer senkrecht gesagt, also hier habe ich senkrecht gesagt und hier habe ich früher immer waagerecht gesagt, aber dann muss ich feststellen, dass es andersrum ist. Oh, ich wollte das rote Teil nicht einsammeln. Also was war das erste Spiel, das ihr je gespielt habt? Würde mich auch ein bisschen interessieren. Das ist mal so eine Kommentarfolge. Also mein erstes Spiel, das ich je gespielt habe, das war Kirby's Dream Land. Ach, für ein Gameboy, das habe ich 1999 gespielt. Da war ich 6 Jahre alt, glaube ich, so rum. Hat mein Bruder zum Geburtstag geschenkt bekriegt. Kirby's Dream Land 2 mit Gameboy. Dann hat er mir mal sein Gameboy gegeben und da habe ich auch ein bisschen spielen dürfen. Ist ein recht witziges Spiel, das werde ich auch Let's Playen demnächst. Oder was heißt demnächst? Ja, wenn ich Lust habe halt. Kann nicht sagen, wann ich es genau Let's Playen werde. So. Oh Mann, was kann ich euch jetzt noch so erzählen? So, keine Ahnung. Das haben wir gleich. Noch diese eine. Diese eine weiße Block. Tod in Weißen. Nee, Spaß, ich bin kein Rassist, ich bin selber weiß, also. Bomb. No, das nächste. Das Level haben wir noch gar nicht geschafft. Okay, dann Bomb. Die Bombe. Bombs? Ich wette, wenn wir eins so ein Bombteil erwischen. Genau, dann baut sich alles ab. Von automatisch. Das Level ist auch noch recht leicht. So. Gleich haben wir das Level, ja. Ach ja, ich habe übrigens noch, also wo ich klein war, wo ich dieses Spiel noch gespielt habe, da war ich glaube ich so Grundschule noch. Da habe ich automatisch ganz von alleine ein Passwort herausgefunden und es war recht weit, das Level. Naja, das zeige ich euch nach dem Spiel, welches Passwort ich herausgefunden habe. Durch Logik. Und das Level hätten wir. Ach, doch nicht. Oh Mann. Zu viel gefreut. Jetzt, hör mal auf mit diesen waagrechten. Ja, also geht doch. Z-Haus. Ja, okay. Also, ich gehe da mal auf Beenden und zeige euch, welches Level ich gefunden habe. Also, da unten steht der Totebo, gell? Da habe ich mir gedacht, das Totebo, das ist blau, das könnte irgendwie ein Hinweis sein, ne? Dann habe ich das mal so eingetippt als Code, Totebo, und es ist ein Passwort. Bin ich auf Play gegangen und es ist Level 44, das vorletzte Level, wenn mir nicht alles täuscht. Das machen wir aber erst in den nächsten zwei Parts. Bis dann. Und dann geht's wieder weiter bei Smashing. Ciao!